Also alle herzlich willkommen bei diesem Vortrag. Der Vortrag geht um 3D-Drucken und wie das die Sicherheit von physikalischen Schlössern ist. Das ist Jay Helen und der kam vor 4 Jahren aus den USA und er hat immer noch einen Jetlag. Der kommt aus einem Student in Michigan und eine große Runde Applaus für ihn. Vielen Spaß bei dem Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, so früh am letzten Tag. Ich bin Eric Wister, ich zeige meine Forschung bei dem Ding for Replication Prohibited und über die Schlüssel von 3D-gedruckte Schlüssel und physikalische Schlüssel. Es geht um mit meinen Mitforschenden von der University von Michigan. Also, wir reden über Pin-Tumbler-Schlösser, also das passende Ding, weil das Thema Gated Communities ist und macht daraus, was ihr wollt. Und ich sehe Schlösser als eine der Türöffner für den Sneakernet. Firewalls sind die Tor-Leute für das Internet. Und hier ist ein kurzer Überblick für die, die es nicht wissen. Pin-Tumbler-Schlösser, sie haben diese Pins. Und die öffnen nur, wenn der richtige Schlüssel drin ist. Wenn der falsche Schlüssel drin ist, dann sind die Schlitze nicht richtig auf. Und einer der Pins wird den inneren Zylinder vom Drehen verhindern. Wenn man den richtigen Schlüssel reinsteckt, dann kann man das Schloss öffnen. Dadurch, dass die Pins sind, dann kann man den inneren Zylinder drehen. Es ist auch wichtig, dass man sich erinnert, dass die geheime Schlüssel in diesen Schützen inkodiert ist. Wenn man ein Foto nimmt von einem Schlüssel hat oder die ordentlich sieht, dann kann man auch rauskriegen, wie man die dazugehörige Tür öffnet. Und da war ein Angriff in 2008, der dieses generalisiert hat. Und wir müssen nicht nur darum kümmern, ob Leute, die daneben sind oder sehr nahe sind, die Schlüssel sehen können, sondern man kann teilweise auch Leute von sehr weit weg sehen, die eine große Kamera haben mit einer guten Linse und die einen sehr hohen auslösigen Fotos machen können. Auf der anderen Seite des ganzen Platzes, wo man von einem Hausdach sehen kann, da sind Schlüssel auf einem Buch, das man normalerweise nicht sehen kann und man kann sogar die Cats von dem Schlüssel sehen. Und es gibt ein paar Tricks, wenn man das Bild umwendet, kannst ganz drauf sehen und nicht an einem komischen Blickwinkel. Und dann gibt es noch Bump Keys, das ist ein anderer häufiger Angriff gegen Pin-Tumbler-Schlösser. Man hat einen Schlüssel, man schneidet die zu dem tiefsten Punkt, dann steckt man den in den Schloss, steckt drauf und der steckt viel dieser Pins hoch. Wenn man den Schlüssel im richtigen Moment dreht, dann dreht sich der innere Zylinder, während die oberen Pins noch über der Linie sind. Und zu guter Letzt, einen anderen sehr interessanten Angriff auf Pin-Tumbler-Schlösser kommen von den Master-Key-Systemen. Also ein Master-Key-System, da hat man mehrere Schlüssel, die ein einzelnes Schloss öffnen. Zum Beispiel, ich habe meinen Schlüssel, den meine Bürotür in Michigan öffnet, und die öffnet nur diese eine Tür, aber der Hausmeister, der hat einen Schlüssel, der alle Türen öffnet im Gebäude. Und wie das gemacht wird, ist, man hat mehrere Pins, also mehr als 2 Pins in jedem Stapel und man hat unterschiedliche Pins, die unterschiedlichen Schlüssel passen. Also mein kleiner Schlüssel für meine Tür, der kann die roten und die grünen Pins haben, der Master Key, der hat den roten Pins beeinstimmen. Und in 2002 hat McLeith dieses Rechtsverstärkungsangriff, den man beim Master Key System benutzen kann, das ist einfach sogenannte Blaze Attack. Und er erlaubt einen Angreifer, der nur einen ganz einfachen Schlüssel hat, beim Schloss nachzufragen und rauskriegt, weil es der Master Key für das ganze System ist. Und hier ist, wie das im Endeffekt funktioniert. Wir haben einen ganz normalen Schlüssel, der nur meine Tür öffnet und es kann diese Pins bewegen. Und was der Angreifer macht, er nimmt den Schlüssel und macht eine ähnliche Kopie davon, die ganzen Systeme Cuts hat, aber bei einem Pin ist es anders. Es macht ihn zum höchsten Level.
Und der Angreifer steckt den Schlüssel ins Schloss und sieht, schaut, ob es geöffnet wird. In diesem Fall wird es einfach nicht geöffnet werden, weil der rote Pin das aufmachen kann. Der reduziert es und versucht es nochmal und macht das so weiter, bis das Schloss wieder geöffnet wird. Und weil die ganzen anderen Pins genauso sind, wie sie vorher waren, wenn sie ein Schloss normalerweise öffnen würden, sobald der Angreifer dieses Schloss öffnen kann, weiß er, was der Mastercard in dieser Position ist. Und das kann er für jede einzelne Position machen, eine nach dem anderen mit unterschiedlichen Blanks und unterschiedlichen Key-Schnitten. Und dann kriegt er mit dem raus, was der Master-Schlüssel für das ganze System ist. So. Eine Sache, die man auch bedenken muss, diese ganzen Angriffe, man braucht irgendein Stück Metall, das in den Keyway des Schlosses passt. Sind teilweise ein bisschen schwer, da reinzukommen. Sowohl zum das Öffnen von Schlössern durch Lockpickings reduziert und auch damit es schwerer wird, einen Standardschlüssel da reinstecken zu können. Für viele Bumpings, unautorisierte Kopien oder Privileg-Eskalationen braucht man leere Schlüssel, die einfach nur mit voll sind. Und für viele Schlösser, die wir sehen, ist das sehr einfach. Man geht einfach zu einem Laden und kauft einen Rohschlüssel. Und man kann eine Kopie von dem Standardverkäufer kaufen. Es gibt keine Kontrolle darüber bei diesen offenen Schlüsselsystemen. Eine Stufe darüber sind welche, wo die Wiederholung verboten ist. Man kann sie immer noch kaufen, online kaufen, zum Beispiel bei Best Keys. Und es sind viele Hersteller, die herstellen helfen, aber es ist ein bisschen schwerer, welche Schlüssel haben, die zurechtschneiden. Die sind immer noch möglich zu finden, aber die sind einfach nur seltener. Und zu guter Letzt ist noch ein Schritt darüber und das sind Schlüsselwege, die verschrickt sind. Das Patent, das gibt es immer ein Patent drauf und es gibt eine Kontrolle und irgendwie ein spezielles Design für jedes System von dem Schlosshersteller. Das können Systeme sein, die einfach speziell darauf sind, der Schlosshersteller und die Person, die Schlüssel einbaut, können nur wenige Leute diese Schlüssel kaufen. Da hat man eine Karte, die man authentifiziert, mit der man das kaufen kann. Man kann einfach diese Schlüssel, Rohlinge einfach nicht online kaufen, selbst wenn man weiß, welche das sind. Um das noch schwieriger zu machen für Attacken, dass diese Schlüssel patentiert sind und dass man diese Schlüssel halt einfach nicht herstellen kann. Aber man kann die auch nicht legal verkaufen, da die halt patentiert sind. So, wenn du eine Attacke farmen willst und du hast Zugriff auf diese Rohlinge, dann hast du viele Möglichkeiten. Du kannst sie einfach selber herstellen durch eine CNC-Fräse. Dann kann man den Schlüssel messen und dann kann man das bohren von normalem Metall. Und du brauchst, also es geht für viele, viele Schlösser. Manche Schlösser machen das schwieriger, weil da spezielle Einsätze drin sind beispielsweise. Das ist aber sehr, sehr teuer und man muss dieses Wissen haben. Und vor allem die Praxis muss man haben. Es gibt ein Gerät, das es tatsächlich selber macht. Das nennt sich KeyMax Easy Entry. Das ist ein sehr, sehr tolles Gerät. Man nimmt den Schlüssel, den man kopieren will. Den kann man dann oben einlegen. Und der misst dann den Schlüssel. Und dann gibt es einen unteren Teil, da gibt es eine CNC-Fräse, wo dieser Smiley reingemacht wird. Und dann kann man die direkt kopieren. Und das kostet ungefähr 7.000 Euro, aber das kann schon sinnvoll sein für Leute, die regelmäßig irgendwelche fremden Türen öffnen möchten. Und am Ende gibt es dann noch 3D-Drucker. Das ist etwas sehr, 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 sehr gut Verfügbares. Es gibt verschiedene 3D-Drucker auch hier auf dem Kongress. Und 3D-Drucker sind eine sehr, sehr schnelle Lösung, um Schlüssel zu kopieren. Und man kann es auch immer wieder, es wird auch immer wieder weiter verbessert. Auch die Materialien verbessern sich. 3D-Druck braucht ein bisschen Wissen, aber es ist relativ simpel. Es gibt gute Werkzeuge dafür und die werden jetzt auch immer wieder verbessert. So, ja. Wenn wir Schlüssel 3D drucken in Kunststoff oder was auch immer für ein Material, sind die stark genug, um eine Tür zu öffnen? Um diese Frage zu beantworten, habe ich ein Experiment vorgestellt.
wo wir verschiedene Schüssel in verschiedenen Modellen gedruckt haben, in Acryl, in Nylon, in verschiedenen Materialien, auch in Metall. Und wir nahmen sie alle und haben die in Schlösser gesteckt und haben versucht, sie abzubrechen mit einem richtig, richtig teuren Torx-Schraubendreher. Es hat einen USB-Anschluss und sagt halt, welcher Druck angewendet werden muss. Und das Gute an diesem Schraubendreher ist, dass es eine sehr, sehr gute Rückgabepolicy hatte. Also man konnte das Ding einfach zurückgeben, nachdem ich es benutzt habe. So, wir benutzen das, um zu prüfen, wie viel Druck jeder Schlüssel aushält. So, das erste war auch so eine Frage. Ja, wir haben ein Makerbot benutzt mit PLA. Es kostet ungefähr 8 Cent pro Schlüssel. Also der Makerbot kostet natürlich ein paar tausend Euro, aber jeder Schlüssel ist relativ günstig. Und wir waren echt überrascht, wie viel dieser Schlüssel ausgehalten hat. Die üblichen Technologien, die man verwenden muss, die haben funktioniert. Wir haben versucht, so den Türschnapper zu öffnen. Dann haben wir es tatsächlich mit Sperrbalken versucht. Da kann es halt passieren, dass es durchbricht. Und das PLA war tatsächlich dazu in der Lage, die meisten Schlösser zu öffnen, auch Vorhängeschlösser. Und die meisten Schlüssel davon haben das auch geschafft. Und es könnte halt passieren, wenn ein Crashbar benutzt wird, dann kann es halt passieren, dass der Schlüssel durchbricht. Und dann haben wir auch noch Nylon und Acryl ausprobiert. Das sind zwei verschiedene Materialien, aber die hatten ungefähr die gleichen Ergebnisse. Die haben verschiedene Failure-Modes. Es ist halt sehr, sehr beweglich und es kann auch schnell abbrechen. Es ist relativ teurer im Vergleich zu dem PLA. Und wir haben das über einen 3D-Druckservice drucken lassen und die waren sehr viel schwächer als das PLA. Und dieser dürfte vermutlich nicht benutzt werden in den meisten Attacken. Wir haben Alumite ausprobiert. Das ist eine spezielle Variante von Aluminium. Das war etwas besser. Es kostet ungefähr 3 Euro pro Schlüssel. Und es könnte einige der einfachen Schlösser öffnen. Aber die Vorhängeschlösser und auch dieser Sicherheitsbar, der konnte damit nicht geöffnet werden. Es ist relativ rau. Es fühlt sich so ein bisschen wie Sandpapier an. Wenn man es in und aus einem Schloss nimmt, dann hat man so dieses Gefühl, dass man dieses Schloss auch innerlich zerstören kann. Und der könnte auch abbrechen. So, am Ende haben wir auch Metalle ausprobiert. Zum Beispiel Edelstahl und Bronze und Titan und Platin. Und das kann man tatsächlich auch in diesen Größen drucken. Es gibt spezielle Dienste, wo man denen ein Cut-Modell geben kann und die drucken das dann für einen. Man kann es sogar in Gold drucken, wenn man möchte. Also wenn man zu viel Geld hat, kann man dann schön zur Apple Watch kombinieren. Die kosten etwas mehr, so ungefähr 10 bis 25 Dollar, je nach Material. Und das kann halt alle Schlösser öffnen ohne Probleme. Wir hatten alle Möglichkeiten, die ein normaler Schlüssel auch bietet. Und die waren vergleichbar mit den üblichen Rohlingen, die man so im Hardware-Store bekommt. Und es gibt eine kleine Anekdote. Ich habe solche Schlüssel auch schon selber benutzt, um meine Bürotür zu öffnen. Und ich habe damit keine Probleme gehabt. Und dann hatte ich irgendwann mal ein Edelstahlmodell. Das ist ein bisschen hart zum Schloss. Und es ist tatsächlich härter als das Schloss. Und wenn man alles richtig macht, und es kann aber passieren, dass man dieses Schloss dann auch kaputt macht. Viele Schlösser, die Edelstahlschlüssel benutzen, mussten irgendwann ausgetauscht werden. Aber was passiert, wenn diese Schlüssel tatsächlich abbrechen? Das ist wirklich wichtig und auch herauszufinden, warum diese Schlüssel kaputt gehen. Acryl zum Beispiel, die sind sehr, 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 sehr instabil. Die dreht man um und dann brechen sie einfach ab. Dann hat man dieses kleine Stück Plastik im Schloss stecken und es kann sehr schwer, das wieder rauszubekommen. Wenn es PLA ist,
dann ist das Einfachste, das Schloss aus der Tür zu nehmen, es ist in Aceton zu legen und dann nimmt man ein bisschen Alkohol und spült es aus und dann hofft man, dass niemand riecht, dass es nach Nagellackentferner riecht und packt es wieder in die Tür. Aber viele, viele Schlüssel, die fehlen auf einer sehr schönen Weise. Manchmal kann man die Schlüssel drehen und dann spürt man, wie sich diese Schlüssel biegen. Und in vielen Fällen konnten wir diese Schlüssel bis zu 90 Grad drehen. Es ist offensichtlich, dass dieser Schlüssel nicht funktionieren wird und man spürt es schon, bevor der Schlüssel selbst bricht. Und das heißt, man muss es relativ selten aus dem Schloss extrahieren. Wie baut man diese Modelle? Wir haben erwähnt, dass es möglich ist, diese Modelle selbst zu bauen. Die meisten Modeling-Tools sind wirklich gut. In diesem Fall haben wir Autodesk Inventor ausgetestet. Das ist ein Softwarepaket, das wir getestet haben. Wir brauchten ungefähr eine Nacht, bis wir mit der Software umgehen konnten und konnten dann entsprechenden Schlüssel machen. Wir hatten vorher kein Vorwissen. Die kosten aber alle Geld, diese Tools. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man Visual Basic Scripts zum Beispiel reinmachen konnte, um halt diese Riffelungen einzubauen. Und das ist sehr gut zum Ausprobieren. Es gibt auch Gratis-Tools. Es gibt ein 3D-Tool namens OpenSCAD. Das ist sehr Scripting-basiert. Das heißt, man muss das Objekt beschreiben, was man bauen will, inklusive allen Riffeln und allen Schnittkanten, die man braucht. Das ist sehr, sehr schön für Leute, die gut programmieren können. Es braucht aber einiges an Wissen, um diesen Code erstmal schreiben zu können. Ja, was wir gemacht haben, um zu erklären, dass es relativ simpel ist, diese Tools zu benutzen, haben wir ein 3D-Modell gebaut von einem Rohling. Das macht ein Modell aus dem Schließweg und nutzt dieses Modell dann in CAD am Ende, was dieses Bild dann ergeben hat. Man kann dann diesen Rohling nutzen und kann man in 3D-Drucker tun oder man schickt es zu Shapeways, einem Anbieter, und man kann es dann für einen selbst machen lassen. Wie das funktioniert, ist relativ simpel. Man nimmt ein Foto, zum Beispiel von einem Smartphone, von diesem Schloss, um halt diesen Schließweg komplett zu sehen, bis zum dunkelsten Punkt. Und das nächste, was dieses Werkzeug macht, wird es halt in verschiedene Graustufen zu bauen. Und wenn es entsprechende Stärken erwischt, dann ist halt ein großer Teil schwarz und manchmal gibt es halt weiße Stellen. Und man kann sehen, je nachdem, welchen Wert wir benutzen, bekommen wir unterschiedliche Bilder und unterschiedliche Qualitäten auch von diesem Schließweg. 35 scheint bisher immer ganz perfekt zu sein. Und sobald wir rausfinden, wie diese Schließwegmaske läuft, dann kann man diesen Keyway halt rausschließen und dann daraus halt ein entsprechendes Modell bauen. Und auch wieder hier ist 35 der beste Wert. Und da gibt es halt auch, bei höheren Werten bekommt man halt auch Möglichkeiten, dass es den Schließweg gar nicht zu sehen gibt. Wie stellen wir jetzt fest, dass dieser Wert immer passt? Wir haben festgestellt, dass viele, viele Schlösser, die wir aufgenommen haben und viele Fotos, wenn man sich diesen Bereich des größten Blobs, des Thresholding nutzt, es gibt halt einen gewissen Bereich, wo es sehr, sehr weit nach oben springt. Wenn man sich mal dieses Modell anguckt, dann springt es direkt nach 35 ziemlich weit nach oben. Und das scheint echt so das Optimale zu sein. Das ist, wie wir herausbekommen haben, wie die Keyway-Maske ist. Wir schauen, wo es so nach oben springt. Der Weg davor ist der beste Wert. Dann können wir diese Weg herausfinden. Das scheint sehr gut zu sein. Wir haben noch ein paar kompliziertere Sachen ausprobiert. Aber wir haben herausgefunden, das war ziemlich effektiv. So, wenn wir das haben, so eine Maske, dann haben wir ein Programm, das diese Maske nimmt und daraus einen OpenSCAD-Code erstellt. Den kann man, den einfach
in ein 3D-Modell erstellt, dann kann man eine Hantel dran machen und dann kann man einfach mit sich rumtragen. So, dann hat man sein 3D-Modell von dem Schlüssel. Optional kann man noch Cuts hinzufügen zu dem Programm, dass man sagt, dass es den richtigen Schlüssel herunterbricht. Und wenn man ein Privilegausdruck macht, dann kann man die 7 Kopien davon machen mit unterschiedlichen Schnitten. So, wir haben dieses Werkzeug jetzt Open Source veröffentlicht. Und das ist bei keysforge.com erhältlich als Demonstration. Man kann da hingehen und es ausprobieren. Man lädt sein Foto hoch und bringt die Keycards, nimmt die noch mit an. Und wie man hat, dann entwickelt es diesen Schlüsseldatei, die man runterladen kann. So, was kann man mit diesen 3D gestrickten Schlüsseln machen? Wir haben diese 3 Hauptangriffe, Teleduplikation, Bumpkeys und Privileg ausbrechen. Aber was haben Leute mit 3D gedruckten Schlüsseln in Wirklichkeit gemacht? Es gibt einige Leute, die haben 3D Schlüssel gedruckt haben. Wir sind da nicht mehr die ersten Leute, die darüber veröffentlicht haben. 2013 war eine MIT-Studentin, die bei DEFCON hatten, die hatten einen speziellen Schlüssel gedruckt. Das ist ein relativ High-Security-Key, der hat 2 Schlüsselschwege, die haben sie hatten ein weiteres erstellt, haben auch mit SMS-Kit gemacht und haben diesen Quellcode erstellt, dass andere auch solche Schlüssel erstellen können. Das war ein spezielles Modell von genau diesem einen Keyway. Und die haben mit über iMaterialize gedrückt und nachdem das Ganze veröffentlicht wurde, und danach hat iMaterialize gesagt, wir machen keine Sicherheitsschlüssel mehr. iMaterialize machen wir werden keine Schlüssel machen, die mir einen Sicherheits- oder Riskhof zu anderen machen. Hätten die gewusst, denn damals gewusst, hätten sie diese Schlüssel nie gedruckt. Was sehr witzig ist, dass, wenn man bei iMaterialize Webseite draufschaut, und bei der Titanium-Seite, da benutzen sie sogar diese Schlüssel auf der Werbeseite, was man drucken kann mit dem Service. Vor kurzem wurde dieses Bild veröffentlicht von den TSA-Hauptschlüsseln in irgendeinem Artikel. Aus irgendeinem Grund, jemand dachte, das sei interessant, diese Schlüssel so zu zeigen. Und dieses Bild wurde veröffentlicht und dann ist es runtergenommen. Aber das ist Internet, aber es ist immer noch da. Also jetzt ist es hier. Das hier erlaubt es. Es gibt ausreichende Pixel, um rauszukriegen, wie die einzelnen Cuts sind, und jemand hat das gemacht und hat diese modelliert und hat es veröffentlicht und hat daraus 3D-Modelle gemacht. So, und jetzt möchte ich sagen, die TSA-Master-Schlüssel hört sich ziemlich schlimm an, aber im Endeffekt die TSA-Schlüssel sind auch keine Hochsicherheitsschlösser. Da war schon vorher Wege drumherum. Man konnte sie sehr einfach picken oder man konnte den Schloss einfach umgehen, dass man den Zipper mit einem großen Stift öffnet oder sowas. Auch ein sehr interessantes Experiment. Nach einer Lehre, wo man seine Schlüssel nicht zeigen sollte, sondern nicht mit Kamera. Und zu guter Letzt, im letzten Study, ist ein Werkzeug, das nennt sich Photobomb. Das sieht sehr ähnlich aus wie unseres. Von einem sehr einfachen Bild erstelltes Bumpkeys. Und die können in Plastik ausgedrückt werden und das wurde im letzten Jahr gemacht und das Werkzeug wurde nie veröffentlicht, es wurde darüber geredet bei unterschiedlichen Konferenzen und sie haben auch den Quellcode nicht veröffentlicht und so weiter, aber immer noch ein sehr einfaches, interessantes Werkzeug, das diese Bumpkeys macht, die bei manchen diesen sehr Hochsicherheitsschlüsseln wirkt, die man selbst mit Metallschlüsseln nicht bumpen kann. So, wie kann man sich dagegen verteidigen? Außer einfach nur die Schlösser zukleben und damit leben. Ich glaube, eine der Sachen, die wir gehen können, damit dagegen verteidigen kann, ist nicht mechanische Schlösser. Also elektronische Schlösser sind wachsen stärker, werden immer interessanter. Das hat andere Probleme und andere potenzielle Fehler. Jetzt hat man andere Probleme, so dass man Sachen einfach nochmal nachspielt oder Softwareprobleme in den Protokollen, die man benutzt. Aber das ist, und das kann ganz gut wachsen. Da hat man nicht diese Probleme mit den mechanischen Schlössern.
wenn man bei 3D-Druckangriffen. Ein bisschen ähnlich, aber ein bisschen mechanischer sind High-Security-Schlüssel, die aktive Schlüssel benutzen, um zu beschlüsseln, dass die richtige Schlüssel im Schloss ist. Also nicht nur sehr hohe, sehr kleine machen, viele Tins und Tumblers, dann haben diese Schlüssel, wie zum Beispiel diese Multilocks, extra Springs, die dann rausgehen und wieder rausspringen und während des Einschiebeprozesses. Und das kann man wahrscheinlich sehr schwer mit 3D-Printern nachstellen, weil die meisten 3D-Drucker bei dieser Größe nur ganz fest sind. Und die können diese sehr einfach kleinen Features einfach noch nicht darstellen. Und zu guter Letzt, magnetische Schlösser sind auch noch sehr interessant, wo man da denken kann. Und die halt magnetische Dinge, die drin sind, die mechanische Sachen im Schloss verändern, die müssen richtig aufgerichtet sind, um das Schloss zu öffnen. Das ist wieder sehr problematisch mit 3D-Druckern, aber man könnte vielleicht irgendwas da reinlegen, einfach magnetische Dinge. Man kann damit auch einen Schlüssel kopieren, wenn man einen 3D-Drucker hat, einen guten Kompass hat. Ja, Kompass. Eine interessante Idee, die ich bis jetzt noch nicht gehört habe, um 3D-gedruckte Schlüssel zu machen, sind Trap Keyways. Das sind irgendwie Sachen, die noch nicht viel benutzt werden in der Schlosswelt. Die können benutzt werden, um einen Schlüssel im Schloss festzuhalten. Also wenn man jetzt jemanden hat, der weggeht und den Schlüssel mitnimmt, und also möchte nicht, dass sie zurückkommen und die Tür öffnen können. Die Tür, die sie früher öffnen konnten, dann kann man einen anderen Schlüsselweg installieren, der konfiguriert ist, und diesen Schlüssel, wenn der reingesteckt wird und wenn das passiert, kann man den einfach nicht wieder rausziehen. Und das Schloss muss wirklich ausgebohrt werden, aber die Person kann das nicht mehr öffnen. Das ist sehr interessant, um Schlüssel so aus dem Verkehr zu nehmen, aber kann auch Privilegitätsausnutzung, die durch 3D-gedruckten Schlüssel ermöglicht werden. Einfach dadurch, dass man die ganzen anderen Schlüssel einfach drin behalten kann, die man ausprobieren müsste bei einem Privilegen-Exploration. Okay, in Zukunft können wir viele interessante Sachen sehen. Es sind viele interessante 3D-gedruckten mit Schlössern. Wir können jetzt gerade diese Schlüssel machen, die wirklich benutzbar sind. Und 3D-Drucken wird immer nur noch besser. Wir kriegen kleinere Teile und billiger und stabiler und mehr Materialien, immer mehr Materialien. Wir können jetzt Holz 3D-drucken. Das ist sehr interessant. Aber diese ganzen Technologieverbesserungen passieren auf der 3D-Druckseite, passiert nichts Äquivalentes bei den Schlössern. Ja, Schlösser sind ziemlich alt und haben sehr gute Sachen gemacht in den letzten Jahren und in der Geschichte. Ich habe einfach so ein bisschen Angst, weil die Schlösser diese minimale Größe haben. Weil die Menschen, die sie benutzen können, die werden auch nicht kleiner. Und zur anderen Seite, die Werkzeuge, die wir haben, die können kleiner und kleiner werden. Und an irgendeinem Zeitpunkt können wir viel mehr von den Angriffen machen. Und es ist auch noch ein weiterer Weg für Mumm auf unterschiedliche 3D-Modelle machen, mit denen die Pins in dem Schloss interagieren. Man könnte ein Lockpicking-Gerät machen, das einen einzelnen Pin pickt. Einfach nur etwas, das mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde. Das ist noch eine Weile weg, aber diese Verbindung zwischen 3D-Drucken wäre eine sehr interessante Sache. Mit 3D-Druckern und Schlössern. Und ja, jetzt damit will ich dich einfach noch ein paar Fragen beantworten, wenn Sie noch welche haben. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag, Eric. Ich hoffe, das war ein sehr interessanter Moment für die ganzen Blockpicker, die hier sind. Der wichtigste Moment im Kongress. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, geht zu einem der Mikrofone, die wir im Raum haben. Und mir wurde gesagt, dass wir nur die Mikrofone hier unten benutzen, mit den Nummern 1, 2, 3 und 4. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte geht zu diesem Mikrofon. Das Internet ist jetzt noch nicht wach. Wir haben keinerlei Fragen aus dem Internet, okay. Aber wir haben ein Mikrofon von Mikrofon Nummer 1.
hat das Werkzeug auch, man kann ein Bild von einem Schlüssel machen und dann kommt mir nur den Keyway raus. Also man kann nicht sagen, ich fotografiere nicht meinen Schlüssel von hier. Es macht es nur vom Schloss. Also man nutzt einfach nur diesen Umriss des Schlüsselweges. Wenn man tatsächlich bis tief ins Schloss reinkommen könnte, dann könnte man auch den kompletten Schließweg abfotografieren. Es würde tatsächlich funktionieren. Nächste Frage für Mikrofon Nummer 4, bitte. Amerikanische Schlüssel sind bekannt, dass man schlechte Toleranzen hat. Könnte man das Problem mit europäischen Schlössern ausprobieren, zum Beispiel mit Econ-Schlössern, die teilweise besser sind, einfach besser hergestellt sind als Schlage oder andere schlechten Schlösser? Wir haben es nicht an diesen speziellen Schlössern ausprobiert. Wir haben es an verschiedenen Schließwegen ausprobiert. Wir haben die Schlagewands ausprobiert. Es sind jetzt nicht so die Hochsicherheitsschlösser. Die waren relativ simpel mit so austauschbaren Kernen. Relativ einfach, um sie zu picken. Es ist alles auf dem A2-System. Jedes System, was diese Technologie probiert, kann man auch auf 3D-Druckern relativ problemlos machen. Alright, next question for mic number 2, please. Nächste Frage vom Mikrofon 2, bitte. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe gemerkt, dass die Keywege von diesen kommerziellen Wegen sind oft ziemlich kompliziert. Ist es möglich, die zu vereinfachen, wenn man den Schlüssel neu macht? Ist die Frage, ob man diese einfacheren Schließwege zu bauen. Da sind Details drin, die anscheinend nicht wirklich notwendig sind. Die kurze Antwort ist ja. Ich habe es schon erwähnt, Medco hat diese Schlüssel, dass sie eine relativ einfache Linie passt tatsächlich in den Schließweg und man kann einfach eine ganz, ganz dünne Schicht Metall nutzen. In den meisten Hochsicherheitsschlössern geht es nicht. Man muss mindestens eine bestimmte Ecke oder irgendwas haben. Es gibt spezielle Abstände in diesen Keymark-Schlössern. Grundsätzlich kann man etwas machen, das kleiner ist. Bei 3D-gedruckten Dingen möchte man das vermutlich nicht machen, weil es meistens stärker ist und massiver ist, wenn man es etwas dicker druckt. Und man möchte auch diese ganzen Riefen dann auch problemlos drucken können. Danach ich das geärgert habe, hat jetzt das Internet auch aufgewacht und hat sogar eine Frage. Ja, vielen Dank. Wie geradeaus muss das Bild von dem Keyweg sein? Wie sensitiv ist das? Ich weiß nicht, wie viel Grad es ist, aber es ist nicht so sensibel. Es ist etwas tolerant, weil man die Schlüssel ein bisschen kleiner macht, damit die aus Toleranzgründen auch in den Schlüsselloch passen. Grundsätzlich, wenn man das relativ simpel macht, man kann es angucken und dann kann man es auch relativ genau erkennen. Diese Frage für Mikrofon Nummer 3. Ja, haben Sie bemerkt, dass irgendwelche Schlosshersteller für Standardschlösser hat er versucht, das zu umgehen? Ich habe bisher nichts Konkretes gesehen von den Herstellern. Sie haben erwähnt, dass sie von diesen Attacken wissen und sie versuchen auch da Lösungen zu entwickeln. Aber bisher habe ich noch keine spezifischen Änderungen gesehen in den Schlössern. Es dauert auch eine gewisse Weile, bis man diese Änderung vornehmen kann. Und ich will die jetzt nicht, beschuldigen, dass sie das noch nicht gemacht haben. Aber diese 3D-gedruckten Schlüssel haben ja schon einen langen Weg hinter sich in den letzten Jahren. Und die werden immer beliebter. Und es wäre irgendwie dumm für die Hersteller, das zu ignorieren. Aber ich habe bisher nichts dazu gesehen. Ich sehe jemanden mit Mikrofon 7. Ich weiß nicht, ob es offen ist, aber man kann es mal ausprobieren. Okay. Habt ihr ausprobiert, eine Form zu machen, irgendwie auszufüllen mit Kohlenstoff drin? 3D-Negativform drucken und dann den Schlüssel als Komposit machen, während man es mit Flüssigkeiten füllt. Das ist tatsächlich, wie die Metall 3D gedruckten Schlüssel gemacht werden. Das ist mit Messing,
Das wird in Gehäuse gedrückt, das wird dann mit Wachs ausgefüllt und das Wachs schmilzt dann raus, sobald die Form fertig ist. Edelstahl wird üblicherweise ein bisschen anders gedruckt. Man hat so ein verklebtes Resin, da macht man ein Positiv draus und das macht dann so ein bisschen, hat dann so ungefähr die Struktur einer Sandburg und man hat diesen speziellen Kleber, der dann wieder rauskommt und dann hat man dieses Metallobjekt am Ende. Wir haben es bisher noch nicht selbst ausprobiert, aber es ist das, was die Services für uns tun, gerade bei schwierigen Materialien. Und es scheint gut zu funktionieren. Messing funktioniert da sehr gut. Das ist ein 3D gedruckter Messingschlüssel. Und das taucht dann halt auch auf, wenn man das druckt. Ich habe noch eine Frage aus dem Internet. Ja, vielen Dank. Zwei kurze Fragen. Zuallererst, haben Sie darüber nachgedacht, Disk-Zylinderschlüssel zu benutzen und haben Sie auch ABS als Material benutzt? Ich habe einen Schlüssel auf einem ABS-Drucker, auf einem kommerziellen Drucker gedruckt. Er war nicht so stark wie die PLA-Schlüssel, aber es war relativ vergleichbar, soweit ich es sagen kann. Es war immer noch in der Lage dazu, Schlösser zu öffnen. Und was, wie war die erste Frage? Haben Sie jemals auf Schlüssellochs geschaut, die drehende Disks haben? Bisher habe ich das noch nicht angeguckt, auch nicht in Sachen 3D-Druck. Da sind verschiedene Toleranzen wahrscheinlich auch fällig. Auch gerade was die Druckerqualität angeht. Schwierig wird es, welchen Winkel man oder welche Orientierung man braucht, um diesen Schlüssel zu drücken. Manche Drucker haben in bestimmten Regionen halt bessere Druckauflagen. Man muss da ein bisschen mit rumspielen, wie man da am besten den Schlüssel druckt. Bisher habe ich da noch nicht mit rumgespielt. Noch eine Frage für Mikrofon Nummer 5. Einfach Fragen. Sie haben verschiedene Schlüssel ausprobiert. Denken Sie, dass wir in der Zukunft mehr Schlüssel sehen, die aus hartem Stahl sind, die irgendwelche Challenge-Response-Authentisierungssysteme haben? Weil für Notfallsituationen ist es sehr wichtig, dass man einfach nur den aufbohren kann. Ein wichtiger Teil von Schlössern ist, dass sie immer funktionieren müssen. Wenn man dann eine Batterie zum Beispiel drin hat, dann ist es schlecht, weil man die Tür nicht mehr öffnen kann. Viele, viele elektronische Schlüssel haben halt eine Batterie im Schloss und nicht im Schlüssel. Und das ist immer noch irgendwie, wenn die Batterie alle ist, dann muss man immer noch eine Ersatzbatterie dabei haben. Es ist wahrscheinlich, dass die Leute in kurzer Zeit diese aktiven Schlösser haben. Es ist relativ teuer in diesen Schlössern und es ist relativ teuer, die herzustellen. Und das wird wahrscheinlich nur bei den Hochsicherheitsschlössern benutzt werden. Und die haben auch immer noch die gleichen Probleme. Die Frage ist auch, welche Institutionen diese Hochsicherheitsschlösser nutzen. Die üblichen Schlösser sind immer noch die Masterkey-Systeme. Und viele Systeme gehen da jetzt aber mittlerweile von weg, allerdings. Ich weiß nicht, wie es weitergeht in der Zukunft. Eine Frage zum Internet. Ist es möglich, einen metallischen Core zu benutzen und den Schlüssel drumherum zu drücken? Dass man einen metallischen Innenteil nimmt und den Schlüssel drumherum drückt. Ein metallischer Kern und ein Kunststoffschlüssel drumherum. Das wäre schwer zu machen. Ich habe Leute gesehen, die das auf 3D-Druckern gemacht haben, dass sie so eine Grundlage aus Plastik gemacht haben und dann sowas wie PCB oder irgendwas in der Richtung Magnet und dann halt dieses PLA drumrum gedruckt haben, sozusagen. Ich denke nicht, dass man das mit diesen Schlüsseln machen kann, weil die relativ schmal sind. Vor allem mit den verschiedenen Schließsystemen und diesen ganzen Wellen und Mustern. Es ist ziemlich schwer, um einen relativ dicken Part zu bekommen. Was man aber machen kann, ist, dass man so eine gewisse Lücke lässt in der hinteren, so im Inneren des Schlüssels, wo man dann das Plastik noch etwas verstärken kann. Und dass dieser Kunststoff am Ende nur noch die Pins am Ende bewegt.
die mutige Person, die da oben beim Mikrofon Nummer 8 wartet. Wie kriegt man die Größen von den Schlüsseln für den Bildern? Im Werkzeug, das wir benutzen, da werden die Dimensionen üblicherweise im Standardsystem berechnet. Von da aus sind viele Schlüssel standardisiert. Man kann üblicherweise so die Höhe nehmen, um zu sehen, wie hoch der Schlüssel sein muss. Bei schwierigeren Schlössern kann man ausprobieren, das haben wir auch früher schon versucht, den Kreis rund um den Schlüssel zu benutzen. Solange man das weiß, kann man abmessen oder man weiß es eben tatsächlich von den Standardangaben, dann kann man das Bild entsprechend skalieren. Von Nummer 4, bitte. Ich bin da sehr spannend drüber. Ich habe da überhaupt gar nicht nachgedacht, dass es möglich ist, mit einem 3D-Drucker Schlüssel auszudrücken. Ich würde gerne von einem anderen Blickwinkel dran gehen, als derjenige, der sich verteidigen möchte gegen sinnvollen Methoden. Was würden Sie machen in diesem Fall? Man muss natürlich sich fragen, was da jetzt sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Wenn man ein Master Key-System hat, dann sollte man ein besseres Schloss installieren oder ein neues Master Key-System nutzen. In Yale haben sie ein zweiachsiges Schloss, dass man einen Schlüssel braucht für den Master Key und einen ist der Change Key. Und da kann man eben die bestimmten Angriffe nicht fahren, aber die Kosten sind halt relativ hoch und das MIT hat diese Schlüssel jetzt mittlerweile exklusiv eingeführt. Man weiß ja nie, was so passiert. Ich kenne aber keine Universitäten, die das genauso gemacht haben. Es ist ein guter Kompromiss, um sich gegen gegen Attacken zu sichern. Manchmal möchte man vielleicht auch einfach darauf sitzen, dass man aktive Komponenten benutzt. Und wenn man Angst hat, dass Lockpicker da kommen, dass man spezielle Schlösser dafür nimmt. Darf ich noch eine Frage hinzufügen? Ich habe Leute Zahlenschlösser benutzen sehen. Sind die nicht so gut, oder? Es gibt spezielle elektronische Schlösser, es gibt viele Probleme da. Es hat ein limitiertes Interface. Ist immer noch einfacher, als nur mit seinem Smartphone zu reden, wenn es um die Attacke geht. Es hat Probleme, wenn zum Beispiel die Batterie ausgeht, dann hat man kein Backup und dann kann man nicht mehr reinkommen. Und da gibt es viele Probleme auf dieser Basis. Und es kann auch schwer sein, die wetterfest zu kriegen. Nummernblöcke haben das Problem, dass man halt die passende Nummer eingeben muss. Und üblicherweise werden die häufig benutzten Buttons halt so ein bisschen abgenutzt. Und dann kann man schon fast sehen, welche die korrekte Kombination ist. Das Internet ist sehr interessiert und hat viele Fragen bis morgen. Ja, haben Sie keramische oder Epoxy-Schlösser ausprobiert? Also Keramik oder Epoxy-ähnliche Materialien? Ich habe bisher nicht darauf geguckt. Ich weiß auch nicht, ob man Epoxy drucken kann, aber vielleicht kann man da so eine Form haben und das dann so nutzen. PLA ist relativ gut, wenn es um diesen Sweet Spot zwischen Flexibilität und Festigkeit geht. Nylon ist da relativ flexibel und Acryl war viel zu bruchintensiv und ja. Weitere Fragen? Wir haben noch 10 bis 15 Minuten, um alle möglichen Fragen an den Sprecher zu machen, während er jetzt gerade hier ist und noch die Fragen stellen können. Sind noch irgendwelche weiteren Fragen? Anscheinend nicht sogar. Das Internet hat anscheinend keine Fragen mehr, also noch eine große Runde Applaus zu unserem Vortrag.